Diktate aus dem deutschen Schrifttum. Aus einer Tageszeitung. Der Windmesser. An Sturmtagen hört man vielfach Angaben über Windstärken, mit denen der Laie nicht viel anzufangen weiß. Bei Windstärke 11 ahnt man, dass ein gewaltiger Sturm wütete. Aber was bedeutet diese Ziffer und was stellt sie vor? Zur Messung der Windstärken bedient man sich eines Windmessers, der sich aus dem Schalenkreuz und dem Zifferblatt zusammensetzt. Je nach Stärke des Windes dreht sich das Schalenkreuz langsamer oder schneller und entsprechend der Zahl der Umdrehungen bewegt sich der Zeiger auf dem Zifferblatt, von dem man die Windstärke ablesen kann. Das Zifferblatt ist ähnlich wie das einer Uhr von 0 bis 12 eingeteilt. Bei der Feststellung der Windstärke bedient man sich der Beaufort-Skala, welche die Ziffern erläutert. Zeigt beispielsweise der Zeiger eine 11 an, so bedeutet das schweren Sturm, der eine Geschwindigkeit von 30 Metern in der Sekunde erreicht.